Yeah, I mean, in China you have a Alibaba store. Yeah. Was? Witzig. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, ich sag's immer wieder, aber beachtet mein äußeres Erscheinungsbild nicht. Ich bin absolut am Arsch. Hauptsächlich deswegen, weil ich nur am Arbeiten bin. Jetzt mit dem neuen Zweitkanal war ich in den letzten 3 Tagen immer nur am Filmen und habe auch wirklich täglich einen Vlog rausgehustelt. Wer das noch nicht mitbekommen hat, Maximilian, mein neuer Kanal, hier unten in der Infobox verlinkt. Zu diesem Zeitpunkt auch schon der 3. Vlog hier auf diesem Kanal. Ja, die letzten 2 auch schon ganz gut bei euch angekommen. Ich freue mich natürlich, wenn da mehr Leute dazukommen. Hier gibt es hauptsächlich Vlogs und vielleicht ab und an mal ein ganz tolles Angebot für dich. Eine Reaction, wie diese hier eine ist. Übrigens gibt es da auch in diesem Vlog, der jetzt gerade online gegangen ist, ein paar Einblicke in die neuen Caps von M&M. Also schaut auf alle Fälle da vorbei, eine hat man jetzt eh schon gesehen. 19. Dezember, der Drop meiner neuen Modemarke M&M, seid auf alle Fälle am Start. Bis dahin heißt's Snippies. Also alle Snippies jetzt schon vorweihnachtlich am besten den Eltern und den Verwandten aus der Tasche ziehen, um sich am 19. dann was kaufen zu können. Seid auf alle Fälle schnell, kein Plan, es gibt wirklich sehr, sehr wenig Stück, es ist absolut limitiert. Also da auf jeden Fall schnell sein, am 19. Dezember um 17 Uhr auf der Homepage mamvienna.com. Ich will aber gar nicht mehr länger quatschen, ihr habt mir ein Video zugeschickt, wieder mal von Leon. Und ich habe mir gedacht, da schauen wir einfach mal hinein, was der gute Leon hier wieder hochgeladen hat. Ich verwette meinen linken Hoden, dass es sich um ein Wie viel ist dein Outfit wert Video handelt. Und da schau her, ein Wie viel ist dein Outfit wert Rich Hamburg City Girl. Da schau her, mal ein ganz neuer Titel. Schauen wir rein. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Servus Leon, grüß dich. Heute drehen wir wieder Wie viel ist dein Outfit wert? Und ja, wir sind in der Hamburger Innenstadt. Hier am Anstieg. Zeig mal ein bisschen rum. Die Stadt ist extrem voll. Ich hoffe natürlich, wir finden heute... Das M war natürlich noch wichtig da drin. ...ein paar coole Outfits. Und dann würde ich sagen, Leute, checkt mich nochmal bei Instagram ab. Blende ich einmal hier ein. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Bis gleich. Should we speak English or German? Should we speak? English Skills immer wieder am Start bei meinen Kollegen feier ich. Würde ich mir sogar selber kaufen. Englisch. Hey Leute, auf Englisch wieder. Die English Skills werden rausgeholt. What's up? What's up? Good, fine? Yeah, fine. What's your name? Lee. Lee? Yeah. What are you doing today in Hamburg? Shopping. I buy some snakes. Some what? Snakes. Snake? Er hat Schlangen gekauft, what the fuck? Yeah. Ah, Snakes. Ah, diese Sprachbarrieren, man kennt sie. Okay, easy. What do you want to buy? Are you looking for something special? I want to buy some trousers. Also ich sehe schon, Freunde, das wird ein Ratespiel. Zuerst wollte er Schlangen kaufen, jetzt Chodas. Bin ich da beim asiatischen Restaurant? Denke, da sind so viele. Ja, gibt's viele asiatische. Leihwei? Ja, bitte. Ich würde gern Chodas bestellen. Ja, auch dieses asiatische Restaurant kannte Joe das offensichtlich nicht. This one, ne? Ah, Trousers. Ja. Trousers? Nein, das wird witzig. Trousers, okay, easy. Okay, you have very nice outfit. Let's start with your shoes. Yeah. Which brand is it? Da schau her, der Leon mit Yeezys. Todd? Ja. How much money? 200 Euro. Das hat aber jetzt eher witzig sein. 200 Euro. 200 Euro. 200 Euro. Did you buy it in Germany or? Yeah, in Germany. Okay. Where are you from? China. China. Your jeans or your pants? Yeah, it's from Taobao. Alibaba. Alibaba? Yeah, maybe 10 really? Euros. You bought one pair of jeans? From Alibaba? Ja, yeah, it's in China. Ah, in China, okay. Do you have Alibaba? Also er hat sich quasi, wie ich mir das Essen liefern lasse, lässt er sich die Jeans liefern, ja? So merkt man es wieder, ja, von Land zu Land unterschiedlich. Store in China? Ja, yeah, I don't have a store, but I buy it in store. I mean, in China you have a Alibaba store. Ja. Yeah. Was? Witz.
Witzig. Alibaba kennt ihr, das ist diese Homepage, wo man halt chinesische Produkte bestellen kann. Not your store, but you have... Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, okay. So wie Amazon, nur halt für Vertriebler. Okay, easy, Leute. Englisch ist ganz mies am Start. Do you have a belt? Ja. Und jetzt pack deine Glocke aus, das wäre das Beste jetzt. Oh, Gucci belt. Ja. Yeah. How much money? I scared about it, but it's too long. Too long? Okay. Yeah. Vermutlich auch Alibaba Store. Oh, ungefähr, did you... Wobei, die Chinesen, die haben alle Money, das ist abnormal. Wenn die in Wien herumlaufen, die gehen in alle High-Fashion-Stores und kaufen sich da um ihr Leben. Belt on Alibaba? No. Okay. In Germany, no. In Germany? Ah, da schau ja, schau ja. Frag doch nach, ob es Alibaba war. Er sagt in Germany. Germany is cheaper than China. Really? Wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Ja. Yeah. Deswegen kaufen die da alle um Leben. Okay. In China ist so toll. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil das ja das Land ist, wo die eigentlich produzieren. Jetzt nicht über den Gucci, aber andere machen. Okay. Ah, Gucci, wir haben ja auch neu, dass die in China produzieren. Your shirt. Ja, it's from Uniqlo. Uniqlo. Uniqlo? Ja. How much money? 20 Euro. 20 Euro is. I'm not sure. Okay, your scarf. Ja. Jetzt von Louis Vuitton. Louis Vuitton, das kennen vielleicht manche von euch noch nicht. Can I see? Ja, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ah, jetzt doch wieder Louis Vuitton. Oh, Scarf. Ja. Der ist aber nicht echt, Freunde, oder? Habt ihr das Paris gesehen da gerade vorher? Vuitton. Louis Vuitton. Ja, Louis Vuitton, glaube ich ihm schon, aber Louis Vuitton, da wird es dann schwierig. Louis Vuitton. Da, das schaut schon ein bisschen strange aus, oder? Oh, Scarf. Ja. Did you buy it in Germany? Ja. How much money? 400? I'm not sure. Yeah, maybe. I don't know. Okay, okay. You have a lot of charisma. Do you have charisma? I bet you know. You're always smiling. Ist bei mir der Ton so scheiße oder ist das Leon? Oh, okay. You're a happy man. Vermutlich bei mir, gell? So wie immer. Ja. Yeah, okay. Okay, was haben wir noch? Your jacket. Ja, yeah, Canada Goose. Schau mal ein bisschen zu der Kamera. Canada Goose Jacke. Yeah. Is it a good jacket for winter? It's too heavy, you know? But it's good. It's so too heavy. It keeps you warm. Yeah. Ja, der Ton, das bin nicht ich, Freunde. Ja, das ist Leons Labello-Mikrofon. Okay, perfect. How much money? About here for maybe 800. Das ist aber nervig. Hey, I created this beautiful logo for my bike shop. Ja, aber die Werbung funktioniert auditativ wieder mal vorzüglich, muss man sagen. Your back. Show the camera. Okay. Au, nice. Eine Louis Vuitton Bag. Aber habt ihr gesehen, wie das verbogen ist? Schaut sich das mal an. Der ist aber schon öfter drauf gesessen, der gute Kollege. Eine Louis Vuitton Bag. Koffer. Ja. How much money? 1000 or 2000? I'm not sure. I forget about it. Again? I forget about it. And please? Passiert mir auch immer. 1000, maybe. Ich sehe das alles gar nicht mehr. 1000 Euro? Yeah. Did you buy it here in Germany or? Yeah, in Düsseldorf. In Düsseldorf. Okay. Do you also speak German? A little bit. Okay. Yeah. What are you doing here in Germany? Study here. Study? Yeah. What are you studying? Embarrassing System Design. Peinliches Systemdesign, okay. Okay, easy. What else do we have? Die English Skills sind einfach on point bei den zwei. Das ist so witzig. Als würden sich so meine Großeltern auf Englisch unterhalten müssen. Das ist einfach so witzig. Mit Händen und Füßen, alles wird hier ausgepackt. Do you have a watch? No, I don't have a watch. Okay, and this year? This year, to save me from nippies. And this one here is. This one is what? Separate or? Separate. I buy it. Aha, okay. Ist das abgetrennt von dem? Ah, ich hab's gekauft. Ah, verstanden. Was reden die alle? Yeah. How much? For 400. 400 Euro. Alles gut. 400 Euro. Was wird hier gemacht? Bitte, Leon, was ist da los? Du kenn ich dich nicht. Oh, für dieses kleine Teil hat er extra nochmal rangemacht. Not bad, die große Tasche in Taui. Okay, die Leute, gesamt auch für den Preis blende ich jetzt hier ein. Ist mein Englisch gut? Ja, gut. Ist gut? Ja. You can understand me. Ja. Okay. Ja, Leon, beste Englisch. Verändert nichts. Das passt schon so. Perfekt, okay. Thank you very much, Lee. Ja. Do you want to say anything to the camera? Willst du irgendwas zu der Kamera sagen? Do you want to say anything to the camera? Meet someone or your Instagram, anything. Okay, Germany is very good. And Merry Christmas. Okay. Wie heißt du? Perfekt. Enzo, was geht ab? Alles gut, alles super. Und bei dir? Ja, auch was machst du? Wo ist deine Jacke?
Jacke hat gerade eine Freundin von mir in der Hand. Oh, okay. Die hält sie da. Okay, normal. Wo die wollte nicht in der Kamera zeigen, oder was? Du hast auch ein cooles Outfit an. Ja. Gut kombiniert, würde ich sagen. Ja. Hermes-Gürtel, Stone Island, beides nicht mein Fall, schauen wir weiter. Danke. Lass mal mit den Schuhen anfangen, was haben wir da? Air Force, das sind die Nike Air Force, die hat sowieso... Okay, für mich ein sehr unspannendes Outfit, da werden wir jetzt einfach mal skippen um Leben! Ah, das sind, jetzt sehe ich eigentlich gar keinen Unterschied mehr, ob die zwei sich da jetzt auf Englisch unterhalten haben oder der Lee und der Leon. Ja, für, ich glaube, 100 Euro. Das haben wir noch ein Outfit? Favo. Hey, Bruder! Weißt du? Favo. Und Favo, was geht ab? Alles Bestes bei dir. Wie du? Wie heiß? Kennst du mich doch mal lieber? Ja, ich weiß. Versuchst du hier ein bisschen zu täuschen oder was? Niemals antäuschen. Was geht ab bei dir? Nichts bei dir? Ja, ein bisschen drehen heute. Es ist Black Friday, Leute. Ja. Aha, da bist du aber relativ spät. Oder sind wir spät dran? Wann haben wir das Video hochgeladen? 4. Gestern. Also, Leon, das haben wir schon mal schneller geschafft im Schnitt, oder? Willst du heute auch ein bisschen shoppen, oder? Eigentlich nicht so, weil es gibt heute ein bisschen zu voll hier heute. Zu voll, ne? Ja, ja. Warum bist du denn in der Stadt? Soll ich das sagen? Ja, komm, sag! Ja, weil ich mit dir unterwegs bin heute, mein Bester. Genau. Fabus Kollege von mir hat heute wieder ein freshes Outfit an. Ja, bist du freundlich heute unterwegs. Also keiner mehr auf der Straße gefunden, deswegen musste der Kollege mithalten, herhalten. Ich glaube, das waren Balenciaga, Speed Trainer, aber die heißen anders. Die mit den Laces heißen anders. Das sind die Speed. Na, die heißen ganz anders. Keine Ahnung. Letztes Mal hatten wir ein Outfit von über 40.000 Euro oder wie viel waren wir? 50, glaube ich. Knapp 50.000 Euro. 40.000, ich weiß gar nicht. Bin gespannt, was du heute hast. Heute ganz entspannt noch. Ganz entspannt, so ein bisschen ein Jogger-Outfit. Lass mal mit den Schuhen anfangen. Was haben wir da? Ja, das sind die Balenciaga. Dann kommen die Nike Jogger. Dann hat er, glaube ich, diese Jacke an, die auch der Leon anhat. Vielleicht noch ein Nike-Shirt. Und die Uhr wird es dann vermutlich ausreißen. Das sind wieder Ballerschuhe, vom letzten Video auch die gleichen wieder. Ja. Aha, okay. Nein, die schauen aber 1:1 aus wie dieses Balenciaga mit diesen Schnürsenkeln. Jetzt will ich es wissen, verdammt nochmal. Balenciaga Speed. Jetzt wissen wir es, okay. Ich glaube wieder 200, also 200 Euro oder 190 Euro haben die gekostet. Okay. Hose? Ja, Hose ist von Nike. Die ganz normale Nike-Jogginghose. Die kostet auch so 80, ne? Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Hose 80 kostet oder das Oberteil, eins von beiden kostet 80 und das andere 100. Eins, ich weiß nicht, wie das, ob das 100 oder 80, keine Ahnung. Irgendwie so auf jeden Fall. Das Oberteil davon kostet genau das gleiche. Ich weiß gar nicht, wie das war, eins von beiden 80 oder. Ich skippe jetzt mal nach vor, ich finde das relativ fad. Warum habt ihr mir das geschickt? Das verstehe ich nicht. Gut, ja, Basic Video. Will ich eigentlich gar nicht mehr. Interessiert mich nicht. Ich sehe das alles gar nicht mehr. Creed Aventus. Yeah, Mann! Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Checkt meinen zweiten Kanal ab. Hier kommen jetzt, wenn ich es zusammenbringe, Daily Vlogs. Schauen wir mal. Ja, aber zumindest die letzten Tage war es so. Checkt auf jeden Fall ab. Und 19. Dezember, liebe Freunde, auf jeden Fall pumped bleiben. Meine neue Modemarke MAM. Das war's von mir. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder am Sonntag. Und beim nächsten Video vielleicht sogar am Samstag auf meinem zweiten Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von mir. Euer Maximilian. Möchtest du eine glückliche, erfüllte Partnerschaft? I've got it, Mario.